Herzlich willkommen zurück zu Per Aspera. Ich bin die Miri. Erinnert ihr euch noch an letzte Folge, als ich gesagt habe, dass die Umwandlung von CO2 in Sauerstoff bestimmt eine ganze Weile dauern würde und wir nur so ein bisschen gucken müssen, dass der Anteil des Sauerstoffs in der Atmosphäre nicht zu stark ansteigt? Ja, Leute, guter Witz. Es geht viel schneller als erwartet. Wir haben nämlich in der letzten Folge, obwohl wir gar nicht so schnell gespielt haben und deswegen gar nicht so viel Zeit vergangen ist, trotzdem 6% CO2 verloren und 4% Sauerstoffanteil in der Atmosphäre gewonnen. Das geht wirklich viel, viel schneller, als ich vorher gesehen habe. Zumal ich gar nicht den Eindruck habe, dass jetzt so viel mehr neue Pflanzgebiete hinzugekommen sind. Also schon ein bisschen, aber ich meine, die Biokuppel hier hinten zum Beispiel, die steht noch nicht mal. Gut, jetzt haben wir hier, also dieses Flechtengebiet kommt mir schon vor, als wäre das relativ neu. Kann mich nicht dran erinnern, wann es genau gewachsen ist, aber ich sage ja auch nicht, dass gar nichts gewachsen ist. Irgendwo muss ja auch diese Umwandlung herkommen. Nur wenn das jetzt schon 6% waren, dann frage ich mich, ob das CO2, das wir in der Atmosphäre haben, überhaupt ausreicht, um den ganzen Planeten zu begrünen. Denn ohne CO2 wachsen die Pflanzen ja nicht. Es kann also durchaus sein, dass wir irgendwann sogar noch mehr CO2 benötigen. Nur im Moment werde ich den Teufel tun und hier noch mehr CO2 hinzufügen. Denn erstmal wollen wir ja unter 5% kommen und es ist ja immerhin möglich, dass das sogar ausreichen würde, was wir jetzt in der Atmosphäre haben. Und zum anderen wird das CO2 ja in Sauerstoff umgewandelt. Und wenn ich mir den derzeitigen Zuwachs von Sauerstoff anschaue, was auch den prozentualen Anteil angeht, dann halte ich das für keine gute Idee. Denn wenn das so weitergeht, dann können wir uns leicht ausrechnen, wann wir die 30% überschreiten würden. Und das wollen wir ja auf keinen Fall, weil uns das buchstäblich um die Ohren fliegen würde. Wir müssen also dringend mit aller Macht dagegen ansteuern, damit wir den Anteil wenigstens mal halten können, stabil. Besser wäre es natürlich, wenn wir ihn sogar ein bisschen drücken können. Dazu haben wir in der letzten Folge prophylaktisch schon mal hier ein Sauerstoffgewinnungswerk aufgebaut, das pro Zyklus 5 Mikrobar Sauerstoff aus der Atmosphäre zieht. Das sind 17 Sol übrigens pro Durchlauf. Anlässlich dessen habe ich mal nachgeforscht, wie Mikrobar in Millibar eigentlich umgerechnet wird. Das hat mich sowieso schon länger interessiert. Und es ist tatsächlich ein Verhältnis von 1 zu 1000, wie ich es mir gedacht habe. Das heißt, 5 Mikrobar sind 0,005 Millibar. Wir bräuchten also schon zwei Sauerstoffgewinnungswerke, um auf 0,01 Millibar zu kommen. Nun wissen wir natürlich überhaupt nicht, wie viel Sauerstoff wir pro 17 Sol hinzubekommen. Insofern können wir auch nur schwer abschätzen, wie viel Sauerstoffgewinnungswerke wir benötigen. Ich würde einfach mal sagen, wir brauchen mehr. Deshalb würde ich da jetzt auch nicht zu knauserig mit umgehen und einfach schon mal ein paar bauen. Einen Standort habe ich mir hier ausgesucht. Da stand bis vor kurzem noch eine Mine und jetzt fehlt uns hier eh die Straße. Das heißt, es ist ein ganz guter Standort dafür. Ihr seht auch, wie sich hier die Pflanzen direkt nach Norden ausgebreitet haben, kaum dass hier die Mine weg war. Was ich natürlich grundsätzlich begrüße. Ich will ja den Mars begrünen, aber es hat natürlich auch seinen Anteil an der schnellen Umwandlung des CO2s. Also ich bin ein bisschen im Zwiespalt, ob ich es nun gut finde, dass es sich schnell verbreitet oder nicht. Letztlich wäre es natürlich toll, wenn es so schnell sich verbreiten würde, dass ich es im Griff behalten kann. Also dass es nur so schnell mehr neuen Sauerstoff gibt, wie ich ihn auch wieder aus der Atmosphäre rausziehen kann. Das ist so ein bisschen das, was ich jetzt versuche auszutarieren. Wie gesagt, das wäre ein Standort. Ich finde die Idee auch grundsätzlich ganz gut. Einfach dort, wo wir Straßen noch benötigen oder wo gerade eine Mine weggefallen ist, dass man das einfach durch ein Sauerstoffgewinnungswerk ersetzt. Lieber habe ich ein paar Sauerstoffgewinnungswerke zu viel als zu wenig, weil wenn ich zu viel habe, kann ich sie abschalten. Wenn ich zu wenig habe und wir über 30% kämen, nicht so gut. Ihr versteht. Hier wäre vielleicht nochmal eine ganz nette Idee. Hier nochmal eins hin. Hier, ja, warum nicht? Hier können wir eigentlich auch nochmal einen zwischenstellen. Das blockiert jetzt hier natürlich auch ein bisschen das Wachstum der Pflanzen. Wobei ich das in dem Fall vielleicht gar nicht so schlecht finde. Wenn wir das erstmal ein bisschen eindämmen. Also das wären jetzt schon mal 4 Sauerstoffgewinnungswerke insgesamt. Also 0,02 Millibar. Klingt jetzt auch nicht so viel. Na, wie gesagt, wir wissen halt nicht, wie viel wir dazu bekommen. Wir müssen es ein bisschen beobachten. Andererseits, wartet mal, ich erzähle euch Blödsinn, wir können das doch rausfinden. Und zwar hier über diese Statistik. Wir sehen hier nämlich für alle Komponenten der Atmosphäre zu jedem Zeitpunkt, wie viel gerade in Millibar vorhanden war. Wenn ich jetzt mal auf 100 Sol gehe,
sieht die Statistik gleich super beeindruckend aus. Aber vor 17 Sol, ich glaube, das ist ungefähr hier, hatten wir 149,03 Millibar Sauerstoff. Jetzt haben wir 149,36. Das heißt, wir haben etwas mehr als 0,3 Millibar Sauerstoff in den letzten 17 Sol dazu bekommen. Nehmen wir mal an, dass es ein bisschen fluktuieren wird, aber sagen wir mal, es sind 0,3. Da sind wir mit unseren 0,02 natürlich jetzt auch überhaupt nicht gut dabei. Also da bräuchten wir eigentlich, wir bräuchten quasi 30 Sauerstoffgewinnungswerke, um das auszugleichen. Na, so viel kann ich jetzt auch wieder nicht bauen. Ich meine, 1, 2 oder auch mehr, aber 30, also wir müssen ja auch auf unser Gebäudelimit auch achten und auf unseren Energieverbrauch. Nee, so viel können wir nicht bauen. Aber ja, lass uns vielleicht noch mal 2 Stück bauen. Ich guck mal, ich sehe jetzt nicht, ob wir hier irgendwo noch eine Straße brauchen. Ich guck einfach mal, wo sowieso nichts wächst. Hier und hier zum Beispiel. Dort hätten wir noch ein bisschen. Ja, aber ich finde die beiden Standorte eigentlich ganz gut. Also, lass uns doch einfach hier noch mal ein Sauerstoffgewinnungswerk hinstellen. Und hier unten auch noch mal eins. So dazwischen. Da können wir wahrscheinlich gleich die Straßen nochmal verbessern. Das wären dann jetzt 0,03 Millibar. Das ist natürlich auch immer noch nicht die Welt. Das ist ein Zehntel von dem, was wir dazu bekommen. Gut, ich meine, das ist ja nicht die einzige Möglichkeit. Ne? Wir haben ja auch immer noch den Stickstoff. Der tut ja auch sein Möglichstes. Man darf auch nicht außer Acht lassen, dadurch, dass wir das CO2 aus der Atmosphäre entfernen, sinkt ja der prozentuale Anteil des CO2 in der Atmosphäre, was wir ja wollen. Dadurch steigt aber automatisch der prozentuale Anteil der restlichen Bestandteile. Wenn ihr versteht, was ich meine. Vor allem natürlich vom Sauerstoff, weil der ja auch gleichzeitig mehr wird. Da müssen wir gucken. Vielleicht müssen wir tatsächlich ein bisschen eindämmen, wie viel CO2 wir umwandeln. Ja, ich meine, wir könnten noch mal einen weiteren Import starten, aber irgendwie zaudere ich da jetzt noch ein bisschen. Mir gefällt es jetzt nicht, noch einen Weltraumhafen damit sich zu beschäftigen, aber ich würde es mal beobachten. Sagen wir mal, wenn wir über 26% drüber gehen, dann werde ich noch mal einen starten. Weil dann brauchen wir es ganz offensichtlich. Ansonsten hätten wir noch die Option, vielleicht auch noch ein paar Nitratvorkommen abzubauen. Ich guck mal, ob wir hier noch was haben. Wo sehen wir denn hier noch mal was? Hier ist noch mal ein größeres, leider ein bisschen ab vom Schuss, aber können wir uns vielleicht mal merken, dass wir mal in die Richtung müssten. Hier in der Flutzone sehe ich gleich 2, aber es ist halt Flutzone. Hier ist noch mal 1. Immerhin. Ja, das ist auch in Reichweite. Wir holen uns das hier noch mal. Was passiert hier? Irgendwas startet. Was startet hier? Ach, das ist bestimmt der Weltraumlift. Das ist das Einzige, glaube ich. Ja, genau. Es ist der Weltraumlift. Cool! Der ist fertig und offenbar wird der genauso platziert wie Landeplätze. Wo stellen wir denn den jetzt hin? Achso, der braucht einen Äquatorstreifen, richtig. Der muss ja in der Nähe des Äquators stehen. Muss er auf dem Äquator stehen oder kann ich ihn auch woanders hinstellen? Ah, okay, verstehe. Also er muss quasi in diesen Streifen sein. Ihr seht ja hier diese Quadrate, ne? Und jeweils ein Quadrat neben dem Äquator ist noch okay. Wie wäre es denn hier zum Beispiel? Da sind nämlich 2 Relaisstationen im Umkreis. Und ein Lager wäre auch nicht weit weg. Das halte ich für eine gute Sache. Wir werden natürlich auch hier noch nach guten Straßen gucken. Dort, wo es Sinn ergibt. Ja. Okay. Ich habe hier kurz gerade, genau, ich war hier gerade am Bauen. Der braucht hier noch ein bisschen Strom. Vielleicht kann man das ja so platzieren, dass die Minen im Zweifel auch versorgt werden. Das wäre mir auch wichtig, dass er das baut. Oh Gott, jetzt ist der Strom wieder hier im negativen Bereich. Die Windkraft macht mich fertig. Wartung. Wartung ist noch wichtig. Ja, so. Machen wir das mal. Das müsste funktionieren. Hier hinten fehlt Strom. Na, selbes Problem. Jetzt haben wir ja gerade den Weltraumlift gebaut. So sieht er übrigens aus. Unten. Dann kommt hier diese lange Nanoröhre in die obere Atmosphäre. Mein Gott, das ist wirklich weit. Es sind halt einige Kilometer. Und hier ist der obere Teil, wo wahrscheinlich dann Raumschiffe andocken würden. So sieht das Ding aus. Das ist ja schick, ey. Cool. Also leider kann ich es nicht so richtig von der Seite angucken. Ihr seht, was das Problem ist, aber
interessant auf jeden Fall. Sehr, sehr cool. Jetzt, wo das Ding fertig gebaut ist, können wir natürlich das auch mal gleich nutzen. Wir haben hier so einige Projekte. Als wichtigstes würde ich mal sagen, das Mars-Verteidigungsnetzwerk. Nicht, dass wir hier angegriffen werden. Genau, das wird genauso hinzugefügt. EL00 ist der Weltraumlift. Keine Ahnung, wofür das steht. Irgendwas Englisches auf jeden Fall. Also kann man genauso hinzufügen. Ja, ich habe es schon befürchtet. Also jeder Weltraumlift kann nur ein Projekt versorgen. Habe ich mir schon gedacht. Der wird jetzt 12 Starts durchführen mit jeweils 100 Eisen und dann 10 Aluminiumteile, Elektronik und Chemikalien. Ja, ich meine, Eisen haben wir auf jeden Fall genug. 13.000, das wird wohl reichen. Ja, lasst uns einfach direkt den nächsten Weltraumlift bauen. Wir haben ja noch so einiges, was wir damit anstellen wollen. Vielleicht 2 Weltraumhäfen, wie üblich. Einer bleibt über. So ist es ja gedacht. Okay. Hoffen wir mal, dass das einigermaßen flott geht. Jetzt haben wir ja ein bisschen Erfahrung. Wo wir schon mal gerade beim Thema Verteidigung waren. Beim letzten Mal haben wir ja hier einen hochentwickelten Drohnenstock aufgebaut. Das ist die höchste Stufe. Und der hat, wie ihr seht, natürlich wieder einen größeren Radius. Das heißt, ihr wisst, was jetzt kommt. Wir bauen hier wieder ein bisschen um mit der Verteidigung. Leider ist das hier nicht mit drin. Aber deswegen würde ich es jetzt ehrlich gesagt nicht abreißen wollen. Weil wenn ich das hier runter versetze, ist das hier oben wahrscheinlich wieder nicht versorgt. Also, nee. Wir belassen das so. Wir werden hier ein paar Drohnen herholen. Wir haben hier nämlich zufällig noch welche. Die können hier zu diesem Windpark und den verteidigen. Dann vielleicht noch ein paar Drohnen hier. Für den Drohnenstock. Denn wie gesagt, der Sektor 7 ist besonders bedroht, weil wirklich alle Sektoren, aus denen wir angegriffen werden könnten, sich hier befinden im Umkreis. Ansonsten, ja, die sind besonders bedroht. Ja, eigentlich streng genommen. Die hier auch, wenn wir ehrlich sind. Aber ich meine, aus SA2 ist, eigentlich sind alle so ein bisschen bedroht. Theoretisch könnt ihr ja auf dem Wasser auch angreifen. Also auch das müsste man irgendwann verteidigen. Wir haben also viel zu tun. Lasst uns einfach die Verteidigung hier noch weiter ausbauen. So, nächster Drohnenstock. Direkt hier dran. Vielleicht so. Bisschen Überlappung finde ich ja immer gut. Mach so nah wie möglich an den Strom dran. Und dann bauen wir das hier. Das Wasser ist auch fertig gebaut endlich. Ist aber leider nicht verbunden, wie ich gerade feststellen muss. Dann müssen wir hier nochmal was ändern. Das wurde zum Glück noch gar nicht angefangen. Okay. Wo müsste denn die Wasserpumpe stehen, damit wir da eine Verbindung bekommen? Okay, es muss leider genau da stehen, wo jetzt gerade der Strom ist. Dann reiße ich den ab. Ich wollte hier eh ein bisschen umbauen, auch was den Strom angeht. Also fangen wir doch gleich damit an. Eins mehr oder weniger, darauf kommt es dann auch nicht an. Ja. Gut, hoffentlich reißt er das bald ab. Oh, hier fehlt noch eine Wartungsanlage. Das werden wir natürlich nachholen. Vielleicht so. Achso, ist das schon gescannt? Ja. Ja. Wir kommen auch diesem verlassenen Mars-Resort langsam näher. Leider haben wir da jetzt halt keine Verteidigung. Also da müssten wir uns dann halt überlegen, wie wir das anstellen. Jetzt den großen Drohnenstock dahin zu stellen. Ja, könnte man auch machen, ne? Es ist nur ein bisschen Überlappung. Könnte man machen. Da ist allerdings noch nicht gescannt, also lassen wir das erstmal. Kommt dann später. So, wie gesagt, ich will hier ein bisschen umbauen. Warum will ich das machen? Ich würde gerne unseren Aufbau hier so weit verschlanken, dass sich die Pflanzen so gut wie möglich ausbreiten können. Das klingt jetzt natürlich ein bisschen widersinnig, weil ich gleichzeitig versuche, das Ganze ein bisschen einzudämmen, damit wir nicht zu viel Sauerstoff auf einmal bekommen. Weil je mehr Sauerstoff wir auf einmal bekommen, desto mehr müssen wir auch ausgleichen. Deshalb wäre es natürlich schön, wenn es nicht zu schnell ginge, aber auf der anderen Seite will ich auch das nicht zu sehr blockieren. Und deswegen würde ich jetzt mal so nach und nach gucken, wo wir vielleicht was verbessern können. Zum Beispiel dieser Windpark. Den brauchen wir eigentlich nicht. Wir haben hier ein Solarkraftwerk und wir haben hier einen Windpark. Das ist alles mit Strom versorgt. Ich glaube, der steht hier, weil ich ja irgendwann große Energieprobleme hatte und ich schnell irgendwo was hingebaut habe. Das würde ich jetzt einfach wieder abreißen. Wir haben plus 1400 Energie und sollten wir Probleme haben, weil es hier wieder zu sehr fluktuiert, haben wir auch noch die Möglichkeit, Wärmekraftwerke zu bauen, was ja sowieso ein bisschen
stabiler ist von der Energieversorgung. Also das würde ich jetzt einfach schon mal abreißen. Dann könnten sich hier Pflanzen verteilen. Warum ist das hier eigentlich schon wieder kein tropisches Gebiet? Es ist schon wieder zu warm. Das sieht ganz so aus, ne? Was ist hier los? Ihr erinnert euch vielleicht, dass wir vor einiger Zeit die Meldung bekommen haben, dass die Verwüstung einsetzt, weil es nun zu warm auf dem Planeten ist. Also die Menschheit ist noch nicht mehr richtig hier auf dem Mars angekommen und schon haben wir es geschafft, hier einen Klimakipppunkt zu schaffen und das Klima zu zerstören sozusagen. Toll, was wir Menschen so können. Vielleicht hatte Carmine doch ein bisschen recht. Auf jeden Fall ist die Temperatur zu hoch und deswegen haben wir den Treibhausgasimport gestoppt. Das hätte ich vielleicht früher auch schon mal tun können. Dadurch haben wir jetzt in dieser Hinsicht Temperatur verloren, aber obwohl wir das gestoppt haben, das muss ungefähr hier gewesen sein, da hatten wir 35,3 Grad. Das war vor 50 Monaten, also ungefähr vor 2 Jahren. Da hatten wir 35,3 Grad durch Treibhausgase. Jetzt haben wir 34,04. Das heißt, wir haben 1,2 Grad durch Treibhausgase schon wieder verloren. Trotzdem ist die Temperatur allerdings angestiegen und das liegt offenbar am Sauerstoff, wenn ich das hier so sehe. Alles andere wird eigentlich weniger. Also ich meine, Kometen ist sowieso schon zu vernachlässigen und der Weltraumspiegel ist konstant. Aber CO2 nimmt ja zum Beispiel auch ab. Da sind wir ja von 21,37 Grad auf 18,82 Grad. Wie viel ist das? Moment, ich muss kurz rechnen. 2,5 Grad haben wir durch CO2 verloren und 1,3 durch Treibhausgase. Das heißt, wir sind bei 3,8 Grad, die wir schon verloren haben. Allerdings haben wir gleichzeitig durch den Sauerstoff sind wir von 20,1 auf 24,5 gekommen. Also wir haben 4,4 Grad durch Sauerstoff gewonnen und nur 3,8 Grad verloren. Ist also ein halbes Grad zu viel. Wie kriege ich denn das jetzt auf die Reihe? Treibhausgase sind schon weg. CO2 wird sowieso weniger. Und dann ist die einzige Stellschraube, die ich noch habe, eigentlich noch mehr Sauerstoffgewinnungswerke, um Sauerstoff aus der Atmosphäre rauszukriegen, damit die Temperatur sinkt. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, ne? Wo baue ich denn jetzt noch einen hin? Ich baue jetzt einfach hier nochmal einen hin. Das wären jetzt Nummer 7 und 8, die ich jetzt baue. Wo haben wir denn vielleicht noch einen Platz? Vielleicht hier irgendwo in die Mitte? Wie wär's? Da wächst sowieso gerade noch nichts. So. Wird mir eigentlich hier das angezeigt? Ich habe jetzt 6 gebaut. Okay, also die noch nicht gebauten werden nicht angezeigt. Das müssten jetzt 8 sein. Das reicht? Ich meine, Sauerstoff ist jetzt nicht höher gegangen. Und das, obwohl wir schon wieder 2% CO2 verloren haben. Vielleicht haben wir schon ein bisschen bremsen können. Vielleicht ist es aber auch nur der Stickstoff. Warte mal. Ja, wir haben natürlich irgendwann mal einen Stickstoffimport bekommen in letzter Zeit. Wie sieht es da eigentlich aus? Dem Stickstoffimport. Der wird gerade gebaut, der fliegt gerade zurück, okay. Ja, also, kommt Zeit, kommt Rat, ne? Jetzt hat er das natürlich schon fertig gebaut, okay. Gut, aber ich war hier eigentlich gerade am Umbauen. Lass uns da vielleicht einfach mal weitermachen. Hier, das geht doch demnächst unter. Das werde ich mal abreißen. Ich glaube nämlich auch, dass dieser Windpark ausreichen wird, um das zu versorgen. Das, wenn ich mir das hier so vorstelle, genau, das funktioniert. Perfekt. Sonst hätte ich jetzt die Wasseraufbereitung halt verändert, aber passt ja. Ja, hier. Die Schiffswerft steht übrigens, aber was hatten die für ein Problem? Verbindung getrennt. Och nö, oder? Warum steht denn hier Verbindung getrennt? Ich meine, Straße hat er oder steht er nicht weit genug im Wasser? Das könnte er vielleicht auch mal dazu sagen, wenn das da ein Problem gibt. Warte ich jetzt einfach oder baue ich jetzt eine andere? Ich bin ungeduldig. Ich baue eine weitere Schiffswerft. Wir bauen die hier hin. Hoffentlich steht die weit genug im Wasser. Und wenn das passt, dann reißen wir die hier ab. Hier ist übrigens eine Eisenmine erschöpft, die auch demnächst sowieso untergegangen wäre. Und die Uranmine steht auch schon halb im Wasser. Die machen wir jetzt auch schon mal weg. Okay. Ja, ich denke, das Eisen müssen wir nicht ersetzen. Wir haben genug. Uran müssen wir auch nicht ersetzen. Da verbrauchen wir eh nichts. Insofern, das passt. Dann, ach so, ja, das muss natürlich auch abgerissen werden, ist klar. Das Lagerzentrum auch, das würde ich allerdings ersetzen, weil Lager brauchen wir immer. Hier in der Nähe von dem Hyperloop ist, glaube ich, ein ganz guter Ort. Als nächstes dann hier die Solarfarm, brauchen wir dann auch nicht mehr.
Diese Solarfarm sieht für mich auch ziemlich überflüssig aus. Weil manche stehen hier halt auch, weil irgendwo mal eine Mine war. Also man brauchte die halt irgendwann. Das sind sozusagen die Relikte von irgendwelchen früheren Stromversorgungsgeschichten. So wie das hier zum Beispiel. Also hier zum Beispiel haben wir auch zwei. Ich glaube, da können wir einen auf jeden Fall schon mal wieder loswerden. Oh, der Hafen hier. Da habe ich nicht aufgepasst. Da hatten wir ja zum Glück ja schon einen zweiten gebaut. Der funktioniert auch. Das scheint alles hier in bester Ordnung zu sein, außer dass hier noch eine Straße fehlt. Sonst gibt es hier, glaube ich, nicht viel zu beanstanden. Das ist eine Überlegung, ob man diese Solarfarm eigentlich braucht. Wenn ich so drüber nachdenke. Hier ist ja Strom. Da kommt auch nochmal Strom. Ich würde behaupten, das hier brauchen wir nicht. Das kann weg. Das hier werden wir brauchen. Diese hier aber denke ich nicht. Oh, und die hier, die wird auch demnächst untergehen. Also lasst uns die hier mal versetzen. So ein bisschen nach hinten, so damit sie nicht mehr hier im Weg steht und nicht mehr untergehen kann. Die hier entfernen wir. Kann natürlich sein, dass dann zum Beispiel die Fischerei nicht mehr versorgt ist. Genau, das ist genauso, wie ich es befürchtet habe. Aber ja, wir bauen hier einfach einen schönen Windpark und dann ist das Problem erledigt. Oh, hier. Die Wartungsanlage geht demnächst unter. Ich hätte jetzt gedacht, dass von hier das Wasser kommt, aber offenbar liegt das sogar noch tiefer. Könnte sein, dass das hier irgendwann zur Insel wird, sozusagen. Ich glaube fast, dass wir diese Solarfarm nicht brauchen. Wenn doch, müssen wir die Stromversorgung einfach nochmal anders machen. Hier sind drei Solarfarmen am Stück. Vielleicht kann ich mir da mal was Besseres einfallen lassen. Wie wäre es zum Beispiel, wenn wir... Warte mal, geht das? Kriege ich hier ein Sauerstoffgewinnungswerk dazwischen? Na, das passt nicht so ganz, ne? Muss ich nochmal drüber nachdenken, wie ich das hier besser hinkriegen kann. Hier oben scheint mir auch ein bisschen was zu viel zu sein. Das hier kann, denke ich, weg. Diese Wartungsanlage, sag mal, das ist die Wartung. Ich glaube, die steht eigentlich nur für diese Solarfarm. Das ist halt irgendwie auch Quatsch. Also das hier weg, dann werden die Solarfarm weg. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich die noch brauche. Das müssen wir beobachten. Diese Wartungsanlage, also irgendwie ärgert die mich auch. Ich meine, was versorgt die? Die Relaisstation, die Solarfarm und sonst doch eigentlich nichts. Das ist doch auch Quatsch. Diese Relaisstation brauchen wir schon lange nicht mehr. Und die Solarfarm kann dann auch weg. Das hier kann eigentlich auch weg. Hier würde ich auch behaupten, dass das weg kann. Das hier wird natürlich nicht entfernt. Ne? Wärmekraftwerk ist klar. Hier haben wir auch so einen Fall. Ganz klar überflüssig. Das hier brauchen wir auch nicht mehr. Also ihr seht, da gibt es einiges Einsparungspotenzial. Auch hier. Eigentlich will ich es auch nicht zu übertreiben. Also ich habe es ja schon gesagt. Es wäre jetzt schlecht, wenn das CO2 zu schnell Oh. Ja, also O2 sind wir bei 25%. Ich wollte gerade sagen, nicht, dass es zu schnell geht. Vielleicht sollte ich mir das doch nochmal überlegen, ob ich da so rigoros vorgehe. Auf jeden Fall brauchen wir hier hinten aber nochmal eine Wartungsanlage. Weil wir hier mal eine entfernt haben. Ja, und jetzt sind wir auch mit dem Strom wieder ziemlich weit unten. Vielleicht brauchen wir doch nochmal irgendwo ein Wärmekraftwerk. Ich habe doch hier irgendwo einen Standort gesehen. Hier. Das ist doch super. Das hier ist auch überflüssig. Weg. Und das hier brauchen wir nicht mehr. Hier diese Wartungsanlage scheint mir irgendwie auch ein bisschen sinnlos platziert. Wenn ich hier diese Drohnen entfernen würde und sie, sagen wir mal, hier rüber verschieben würde. Hier hin. Man muss halt direkt durch dieses Gebiet, okay. Dann könnten wir doch hier die Wartungsanlage entfernen. Hätten wir auch nicht mehr das Problem, dass wir irgendwas Unverteidigtes haben. Die Solarfarm kann wahrscheinlich weg, weil wir hier genug Stromversorgung drumherum haben. Ist die Frage, warum wir das hier eigentlich? Hier und hier. Ich glaube fast, dass wir auch diese Solarfarm hier nicht brauchen. Oha. Ja, da haben wir jetzt schon ordentlich abgerissen. Ja, ich sehe, das geht hier auch einigermaßen flott mit dem Rückbau. Also das wäre jetzt schon mal Teil 1 meines Rückbaus. Ich werde das in den nächsten Folgen sicherlich auch immer mal wieder durchführen. Jetzt ist ja hier die Schiffswerft und die funktioniert. Perfekt. Weg damit. Der hat seine 4 Schiffchen. So, was wollen wir denn jetzt hier eigentlich bauen? Also erstmal bräuchten wir Strom. Hier ist halt ein Wärmekraftwerk, das würde ich eigentlich gerne nutzen, aber es ist leider noch nicht überflutet. Also müsste ich da eigentlich kurz warten. Wie steht es denn mit der Energie? Ich meine, es wäre natürlich cool, wenn wir hier schon mal eine Wasseraufbereitungsanlage reinstellen könnten. Also so vielleicht. Die hat jetzt zwar noch keinen Strom, aber das ist ja nicht schlimm. Die kann ja einfach schon mal gebaut werden. Das hier kann übrigens auch weg, würde ich behaupten. Wie steht's hier hinten? Okay, die Verteidigung steht. Der Drohnenstock ist da. Dann kommt der nächste. Das ist doch gar nicht so schlecht hier. Wird das hier noch ein bisschen weiter runter? Ja,
Also damit wäre das hier oben verteidigt. Würde sich leicht überlappen. Dieser Drohnenstock wird nicht mehr benötigt. Es wird hier ganz leicht verschoben. Könnte sein, dass uns hier gleich eine Straße verloren geht dadurch, durch die Aktion. Hier vielleicht schon mal verbessern. Müssen wir gucken. Wenn das der Fall ist, ist der Sauerstoffgewinnungswerk. Und dann haben wir die Sache wieder. Okay, wir sind jetzt bei 26% atmosphärisches CO2. Das funktioniert noch nicht so ganz. Doch, es funktioniert, aber es hat noch keine Wartung. Okay. Der hier hinten hat auch keine Wartung. Fällt mir gerade mal so auf. Aber grundsätzlich, ja gut, ich meine 0,01 Millibar ist jetzt nicht viel. Muss ich zugeben. Dann kommt der nächste Import. Kommt der bald? Nee. Ach, das dauert noch Monate, bis wir hier den nächsten Stickstoff bekommen. Irgendwie, es scheint nicht so gut zu funktionieren. Wir haben 8 Stück. Und das reicht nicht. Muss ich am Ende wirklich 10 Stück dahinstellen? Dann kommt halt noch einen. Und ich meine, warum nicht? Könnten wir wirklich ein Sauerstoffgewinnungswerk hier runterstellen? So weit wie möglich darüber? Dass wir im Zweifel hier nochmal eine Straßenverbindung herstellen können. Notfalls sogar bei dem baubaren Krater, wenn man hier ein Wasserversorgungsnetz hätte. Also das wären nochmal 2 mehr. Dann sind wir bei 0,1 Millibar, die wir pro 17 Sol entfernen würden aus der Atmosphäre. Mir scheint allerdings, dass wir tatsächlich nochmal ein Wärmekraftwerk mehr brauchen. Gut, dann haben wir jetzt hier nochmal ein aquatisches Wärmekraftwerk. Hauptsache, der Strom passt. Oh, hier hinten ist der Eisbohrer leer. Das war natürlich abzusehen, das war ja von vornherein nicht viel. Es wäre natürlich jetzt schön, wenn diese Wasserpumpe jetzt endlich mal hier abgebaut würde. Straßenverbindung haben wir auch schon nicht mehr. Es geht jetzt alles nur noch über den Hyperloop. Ja, ich meine, die Wasserpumpe könnte ich eigentlich schon bauen. Die nächste. So, dann haben wir eine Überlappung. Wir haben eine Straße. Das Thema Eis ist ja durchaus ein kritisches. Jetzt gerade funktioniert es offenbar mal wieder. Also wir haben gerade wieder eine höhere mögliche Produktion als den Verbrauch, woran auch immer das genau liegt. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Das ist ein Thema, das wird ja nicht mehr Eis. Also ich meine, klar, wir können Gefrierwerke bauen, aber die sind halt nicht so effizient. Und diese Vorkommen werden eins nach dem anderen leer werden. Also müssen wir auf jeden Fall Ersatz dafür finden. Beziehungsweise den Verbrauch erstmal runterschrauben. Dazu wäre eigentlich die Nahrung der erste Kandidat. Wir haben ja jetzt hier schon eine Siedlung, also eine Kolonie entfernt, die auch recht viel Eis verbraucht hat. Wahrscheinlich ist deswegen auch der Bedarf gerade gesunken. Aber der Hauptverbraucher dürfte die Nahrung sein. Derzeit. Ich weiß auch gar nicht, ob ich überhaupt noch irgendwelche anderen Verbraucher habe, aber auf jeden Fall, die Nahrung ist ein großer Verbraucher. Also ist das eigentlich die Stellschraube, an der ich ansetzen kann, um das erstmal zu senken. Aber ich kann jetzt auch nicht einfach irgendwelche Nahrungsmittelfabriken entfernen, weil die mögliche Produktion hier liegt ja jetzt schon drunter. Eigentlich produzieren wir weniger, als wir brauchen, aber trotzdem steigt der Lagerbedarf wie üblich. Es ist wieder mal ein bisschen komisch. Der hier unten. Oh. Das letzte Chemiewerk in der Gegend ist ausgefallen. 0% Effizienz. Ja, dann können wir es auch abreißen. Der kriegt keine Chemikalien mehr. Hier wäre zwar noch mal ein kleines Vorkommen, aber das lohnt sich eigentlich nicht, deswegen hier so ein Riesenbohai zu starten und auf dem Wasser hier was abbauen zu wollen. Das machen wir eher nicht. Aber dann brauchen wir auf jeden Fall wieder eine neue Produktion. Wir könnten ja vielleicht noch mal mit einer Fischerei was regeln. Na, wo haben wir sie denn? Hier, Fischerei. Vielleicht hier noch eine? Hier irgendwo hin. Dann würden wir hier noch mal ein bisschen mehr Nahrung bekommen. Ich weiß nicht, wie schnell der eigentlich ist. Achso, jetzt gerade 17 Sol. Was schafft der? Alle 6, 7 Sol? Der ist auf jeden Fall deutlich schneller. Naja, also einer von denen, wir brauchen ja 3 Stück quasi, um das hier auszugleichen. Das wird nicht reichen. Genauso wenig wie die Kraterfarmen. Die brauchen ja auch ziemlich lange. Die sind eigentlich eher Ergänzungen. Vielleicht kann man noch was erforschen. Es gibt ja noch die offene Farm. Die könnte vielleicht noch helfen. Die müssen wir allerdings, wie gesagt, erst erforschen. Ich weiß nicht, wie schnell die ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Produktivität da ganz ordentlich ist. Aber die Wasserpumpe hier, die eine hat er jetzt abgerissen. Damit kann ich die andere schon mal einplanen. Angeblich ist hier eine Verbindung. Machen wir das doch. Ja, und die Biokuppel sollte dann eigentlich auch versorgt werden. Das heißt aber, dass es demnächst hier wieder richtig rund gehen dürfte mit dem CO2 und wir sind jetzt immer noch bei 26% Sauerstoff. Ich habe die leise Befürchtung, dass wir da doch nochmal mehr Stickstoff brauchen. Wo stelle ich denn jetzt hier die Wartungsanlage hin? Hier? Ich meine, es wächst halt auch wirklich wie blöde hier.
Ich weiß gar nicht, wie sind eigentlich die Pflanzen da hingekommen? Da habe ich doch gar keine Biokuppel in der Nähe. Verbreiten die sich auch so mittlerweile? Die Verbreitung jetzt schon funktioniert, ohne dass ich hier irgendwo eine Biokuppel in der Nähe habe? Dann ist es ja wirklich ganz schwer aufzuhalten. Hoppla. Ich meine, es müsste eigentlich langsam gehen. Eigentlich, wie gesagt. Weil die Temperatur... Ja, es ist jetzt nicht so stark gestiegen wie beim letzten Mal. Also, wir scheinen es allmählich so ein bisschen... Wie soll ich sagen? Also, es scheint abzuflachen. Man sieht das hier beim Sauerstoff. Vielleicht brauchen wir noch mehr Sauerstoffgewinnungswerke. Gut möglich, dass das notwendig sein wird. Also ihr merkt, es ist auf jeden Fall umfangreicher und komplizierter, die Atmosphäre hier auszutarieren, als erwartet. Wir werden auf jeden Fall sehen, wie es in Zukunft damit weitergeht. Bis dann, macht's gut, eure Miri.